Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir machen uns gerade auf den Weg Richtung Koroll und räumen in der Zwischenzeit auf dem Weg dahin die ganzen Oblivion-Tore auf. Oder machen die weg, sorgen hier mal ein bisschen für Frieden. Da vorne ist ja schon der nächste. Da werden ein paar sehr, sehr interessante Folgen. Also, ja, kann man wirklich sagen, interessant. Ob wir es überhaupt schaffen werden, Ich dachte schon. Von wo kommt das? So, da haben wir das nächste Tor. Bevor ich dahin gehe, einmal gucken, muss. Einmal vorsichtshalber alles reparieren. Warte mal. Wir haben auch Seelensteine. Das lassen wir mal. Wir können die restlichen Seelensteine dadurch jetzt mal füllen. Ist hier irgendwie ein Dead in der Nähe? Ich glaube nicht. Dann gehen wir rein. Da ist das Ziel. Einmal kurz speichern. Und uns dann einen Weg suchen. Seele gefangen, nice. Okay, also Dämonen haben auch Seelen. Tor wird anderswo geöffnet. Wo öffnet man das? Wie öffnet man die Tsunami-Tore? Also ich muss wahrscheinlich doch andersrum. Außenrum. Hier nicht. Ja. Kein Seelenstein groß genug für diese Seele, okay. Ach, da oben. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und eins ist irgendwie irgendwo noch hinter mir her. Autsch. Ja, jetzt. Der muss aber auch übertreiben. So, müssen wir denn einmal drumherum? Wir müssen durch diesen Turm.
Interessant, wie die Lava mittlerweile aussieht. Sah die nicht mal anders aus? Ich glaube, wir müssen aber hier hoch. Hat nichts. So, und dafür sind wir jetzt schon mal relativ weit oben bei dem hier. Schwerer Trank der Bannung. Ödnis von Oblivion. Tür zu Ödnis von Oblivion. Warte mal. Ah. Ich sehe schon. Hier hin, dann nach unten. Nee. Dahin. Und dann nach unten. Richtig? Nee. Doch, hier. Darüber kommen wir da hinten. Hier kommen wir darüber. Knochen brauche ich nicht. Ah, hier. Ich komme schon gleich runter, ja? Ihr müsst nur kurz auf mich warten. Hat nichts. Nichts Besonderes. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Schnell weg. Moment. Ist das der falsche Ausgang gewesen? Doch, wir mussten eins davon aufmachen, okay, um voranzukommen. Wir mussten alle aufmachen. So, Gold. Da ist ja noch eine. Komm. Da warte mal. Nee, das ist schon richtig hier, das hier. Hurricane.
Und nach oben. Leichenzerquetscher. Ich feiere immer noch diesen Namen. Also Gesundheit ist schon voll. So, wenn wir jetzt nach oben gehen, will uns erstmal irgendwas angreifen. Noch eine Spindädra. Okay, sonst gab es hier oben nichts. Dann auf zur Tür. Zerreißende Hallen. Ja, wir sind endlich da. Hallo. Ich verbeug mich nicht. Ach da, Sturm hat's nach. Jetzt nach oben. Ich glaube, ich muss da rüber. Ja. Ah, nein, nicht. Ah, ich dachte schon, ich falle jetzt da. Unter den Dings. Ist schön, wenn die selber Opfer von ihren Fallen werden. Alter! Okay, dann. Was hatte der? Autsch. Nur eben jetzt, okay. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Heiltränke. Ich brauche wieder was Besseres, was Dings angeht. Und hier nochmal alles reparieren. So, hier gibt's Gold. Ein Orkhelm. Wow. Ah, hier wartet jemand. Dremora Langschwert. Ich hätte es gefeiert, wenn es Dädrisch stand. Hätte ich eher gebrauchen können. Weil wir haben ja mittlerweile gelernt, es gibt da einen Unterschied zwischen Dremora und Dädra. Ach hier, da geht's nach oben.
Ja, komm. So, D3 Herz. Ebenerz. Genreve. Und der gibt nur 15. Einmal kurz speichern. Sind das jetzt nur diese beiden? Irgendwo ist hier noch einer. Oh, warte, der hat hier. Ach, da unten. Wo ist er hin? Ist er hier hingegangen? Ja, tatsächlich. So. Mehr hat er jetzt auch nicht. Aber wir haben jetzt dafür noch einen Siegelstein. Und ein Gold. Was machen wir eigentlich mit all den Siegelsteinen? Wir haben dann so viele Siegelsteine, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wo kommt ihr denn her? Ah, Wiederherstellung ist auch verbessert, nice. Welche Stufe sind wir jetzt eigentlich genau? Wo sehe ich das? Hier ist Stufe 22. So, okay. Magie haben wir 60. Ah, hier sind wir... Haben wir was? Nee, nicht hier. Hier. Krankheitsheilung. Nee, das hat nichts mit Krankheit zu tun. Okay. Ach, was ist denn jetzt am Nerven? So scheiß ihr Licht. Ernsthaft? Ist hier noch was? Drö. Oder treu. Macht hier alles Stress. Aber ich finde es schön, wirklich, dass wir hier schon ein paar dädrische Ausrüstungsteile mehr haben. Als nur den Kyras. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier drücken. Weil da Timberwolf ist. Warum eigentlich Timberwolf? Spezieller Name für die oder wie?
So, hier haben wir noch eins. Da haben wir noch eins. Mal gucken, wie schnell wir die fertig kriegen. Vielleicht nochmal kurz speichern. Oder es hat ein Tor, das wir schon mal hatten, erledigt hatten. Ich weiß es jetzt nicht. Ne, den hatten wir noch nicht erledigt. Okay, einmal kurz vielleicht reparieren. Immer vorsichtshalber alles reparieren. So, dann schließen wir das hier auch mal. Okay, das kommt mir ein bisschen anders vor. Eher etwas unbekannt. Muss ich hier außenrum entlang? Bereich wird geladen. Schiebelei. So, elektrischen Kriegshammer. Oh, da haben wir einen Dedrasack. Mithrilstiefel. Ja, brauche ich nicht. Aber okay, wie komme ich da rüber? Ist doch bestimmt irgendwie ein Weg hier. Über einen der beiden Türme. Okay, die Dinger kann man nicht kaputt hauen. Burgfried des Bedauerns. Natürlich muss der jetzt auch noch kommen. Mit seinem beschworenen Scheiß. Okay, Dremora Langschwert.
Hallen der ewigen Dämmerung. Dann weg mit dir. Ich vermute, ich muss da lang. Hat er was Brauchbares? So. Boah, feier runter, feier runter. Nicht ich. Boah, ich dachte schon, ich fall jetzt runter. Ödnis von Oblivion. Ich steche hier gerade fest. Nein! Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Spring hoch, bitte. Warte. Wo habe ich zuletzt wo wurde es gespeichert? Automatisch. Okay. Für den Fall, dass ich das nicht überleben sollte. Wir sind drüben. Und haben es überlebt. Ich kann selber gerade gar nicht glauben, dass wir das geschafft haben zu überleben. So, eben noch den Sack plündern. Hat für Hündchen. Wir haben leider. Der ist was wert. Bärdrochzahn, das nehmen wir mit. So ein Herzreißen halten, da sind wir endlich, wo wir hin wollen. Magie reicht nicht aus. Was war das denn jetzt? Nein. Was war das denn gerade für ein stumpfes Geräusch?
Dich muss ich jetzt loswerden. Du bist eine richtige Nervensäge. So. Okay, schade. Einmal noch mal gucken, ob ich was reparieren muss. Alles. Oh, hi. Schade, ich dachte, der fällt in die Lava. So, gehen wir hier hoch. Okay, zwei sehr beschissene Gegner. Komm. Hey. Jetzt chill mal. Lass mich mir auch mal bewegen. So, wo war der Treppenaufgang? Oder die Tür? Wer ist hinüber? Jetzt der große hier. So, Ödnis von Oblivion? Nee, ich muss weit nach oben. Keine Ahnung, was ich da unten, oder... der Ödnis jetzt machen soll. Ach da. Eine verschwenden nur meine Ressourcen. Was die Waffe angeht. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh, Marklose, den nehme ich mit. Sind auch richtige Feiglinge. Haben aber nie vernünftige Ausrüstung. Okay, wer kommt da? Hey! Ich hab vergessen, wie
Ich hab vergessen, wie die Daedra heißen, die man looten kann. Und Sigilius Siglus haben wir wieder geschafft. Speichern. Paralysieren. Ah, Balkinats, wir haben wieder eins. Balkinats. Banshee? Ach ne, der hat nur dasselbe, oder wie? Ich bin momentan schweigsam. Das finde ich jetzt doof, dass der nur dasselbe hat. Natürlich muss hier jetzt wieder einer sein. So, wo war die Straße? Hier. Magie reicht wieder nicht aus, natürlich. So, und wir sind auch schon gleich in Koroll. Ich hatte mich aber gefreut gehabt, dass da wieder ein Waldkinas ist und dann hat er einfach nur Beinschienen, Torso und Stiefel. Das, was wir ja schon von ihm haben. Das war schon die nächste, die jetzt Stress will. So, und ich repariere noch mal alles. Bevor wir in den nächsten da gehen. So, wie sieht es eigentlich hier jetzt aus? Glocken schon bei immer noch bei 61. Aber Schwerrüstung bei 97. So, Waffen spielt schon bei 65. Wartung von Waffen und Rüstung mit höchster Effizienz. Abgenutzte Waffen und Rüstung sind weniger effizient. So, das nächste Tor. Ah, wieder sowas. Wieder das Level. Ich schnitze mich jetzt gerade zwar eigentlich größtenteils nur durch, aber... So. Oh.
Mist. Alter, jetzt beruhig dich mal. Warte mal, vielleicht. So. Ich habe so das Gefühl, die hätten aktuell eher heftiger. Wer bist du? Niederflegel. Brecht und Hünnenarcher. Okay. So, die Zackenpfeile. Machen wir mal so. Ach nee. Ich dachte, das wäre was zum Looten. Mist. Ah, Mist. So, der dunklen Erlösung. Hört sich schon nice an. Gib mir deinen Helm. Okay, das ist echt übel hier. Vor allem, man kann die nicht mal wirklich vernünftig looten, weil die nicht das haben, was ich suche. Hoppala. So, einmal alles wieder reparieren. Naru? Wie die einen immer nur Hündchen nennen. So, hat er was zu looten? Ich glaube nicht. Ich hoffe mir irgendwie wie immer noch was, dass ich was finde, dass ich was kriege, was ich haben will. Da renne ich nicht mehr hinterher. Tut mir leid.
Hey! Okay, Shibilais. Ein bewaffneter Shibilais. Da gäbe es vielleicht einen Unterschied. Oder gibt es einen Unterschied? Abgesehen davon, dass die bewaffnet sind. Dädrischen Kriegshammer. Aber sonst haben die nichts richtig Dädrisches. Das ist enttäuschend. Warte mal. Nehmen wir mit. Gab es hier nicht noch irgendwie Blutbrunnen? Hier gab es keinen Blutbrunnen. Obwohl, manchmal gibt es die und manchmal nicht. Aber okay, jetzt haben wir in dieser einen Folge 3 Dädra-Tore geschlossen. Doch, das ist richtig. Meine Magie reicht wieder nicht aus, natürlich. So, einmal noch aufladen, dann müsste, glaube ich, voll sein. Ja, jetzt ist voll. Hat sich ein kleines bisschen bewegt. Dahin gibt es doch noch, auch noch ein Tor, okay. Moment. Das Tor ist neu. Sorry. Das Tor ist neu. Das Den gab es vorher gar nicht hier. Vielleicht muss ich das Tor vorher schließen. Blüte. So. Was? Okay, mit ihm muss ich nicht reden. Aber hier bestimmt mit. Warte mal, wie spät haben wir es? 6 Uhr abends?
Hallo, ich bin Lels Mafrik, oberster Herold und Diener der Gräfin Valga. Willkommen in Koroll. Gräfin Valga? Die Gräfin hält täglich von morgens 8 bis abends 6 Uhr Audienz. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in dieser Zeit zurück. Ihr könnt dort am Eingang warten. Schönen Tag. Okay. Um 8. Immer herrlich, wenn man warten muss. So, kommt die jetzt? Wo kommt die denn? Willkommen zurück. Guten Morgen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Hoffentlich geht es euch gut. Ja, Hilfe für Bruma bräuchten wir. Ich kann Brumas Notlage gut verstehen, aber Korolls eigene Verteidigung muss Vorrang haben. Ich kann keine Soldaten erübrigen, solange Koroll noch von diesem Oblivion-Tor außerhalb unserer Mauern bedroht wird. Okay, ich muss das Tor schließen. Lebt wohl. Hi. Oh, hallo. Okay, wie geht es euch? Solange das Tor nicht zu ist, wird da nichts passieren, glaube ich. Von Krolls Seite. Und davon Blüte und geschecktes Pferd, okay. Und da vorne ist ja auch noch was. Verfallene Mine entdeckt. Ah, okay. So, also das Tor musste hier jetzt sein. Aber ich würde sagen, um das Tor kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!